Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Im letzten Part haben wir unser nächstes Teammitglied gefangen. Und zwar ein Knackleon, welches wir zu Michelle getauft haben. Oh, okay. Das ist die Mission. Da brauchen wir jetzt nicht. Gegen den haben wir da schon gekämpft. Ein Trainer gibt es, glaube ich, noch hier links. Genau, hier lang. Und dann gibt es hier noch eine Trainerin. Wir kämpfen auch gleich mit Michelle. Und dann haben wir ja jetzt auch endlich drei Pokémon zur Auswahl. War immer ein bisschen schwierig, wenn irgendwas gegen Jonas oder René sehr effektiv war. So, ein Rotomorph. Das ist vom Typ Boden. Habe ich auch erst letztens die Informationen gesehen nach PokéWiki. Okay. Und das macht ganz schön viel Schaden. Na gut, das Level ist auch relativ hoch. Oh, Initiative sinkt, das ist sehr, sehr schön. Vielleicht können wir als erstes angreifen. Nee, leider nicht. Schauenwetzer. Steigt, glaube ich, den Angriff. Ja, genau. Und die Genauigkeit. Bringt ihnen aber nichts. Denn es ist besiegt. Sehr schön, Michelle. Wir setzen auch am besten gleich mal einen Trank ein. So, Beute. Da. Trank ist weiter oben da. Des Weiteren will ich mal kurz mal die Attackenbeschreibung mal durchsehen. Oder generell mal den Bericht von Michelle sehen. Ist vom Wesen mäßig. Bedeutet, Angriff steigt und Spezialangriff sinkt. Ja, das ist sehr, sehr gut, glaube ich. Weil... Doch, doch. Kann ich mir gut vorstellen, dass Knackleon physischer Angreifer ist. Behindert Flucht des Gegners. Ja gut, das könnte ab und zu mal gut sein, keine Ahnung. So, Sandgrab, ups. Gehen wir mal hier. Das hier leidet für 4 bis 5 Runden in einer Sandhose. Ja stimmt, Lebensschelle senkt die Genauigkeit. Geduld kennen wir. Dampfwalzer angreift, greift an, indem er den Boden um sich herum platzt. Okay, und Stärke 60, physisch. Würde ich halt jetzt auch nochmal wissen, wunderbar. Jetzt wird es natürlich erstmal ein kleiner Akt sein, Michelle auf das Level der anderen anzupassen. Aber da sowieso Jonas und René sehr hoch gelevelt haben, oder sich selber, oder halt sehr hoch gelevelt sind, besser gesagt, können sie sich auch mal ruhig eine Pause verdienen. So, gibt es hier den Top, nur den Top-Äther? Top-Äther an sich schon mega geil, finde ich. Feuerstein. Zur Entwicklung gibt's, kann man das einsetzen. Das ist ja cool. So, geht's hier auch wieder zurück? Jo. Gegen den haben wir schon gekämpft. Jetzt kommt noch ein wildes Pokémon. Wenn es eins ist, was man gut besiegen kann, dann kann ruhig mal Michelle gegen ihn kämpfen. Boah, ich kann mir schon Michelles Reaktion vorstellen. Die wird bestimmt sagen, oh, warum setze ich jetzt Sandgrab ein? Keine Ahnung. Alter, ist der hässlich. Muss ich zu Michelle sagen. Ja, wird doch noch. Muss ich ja auch erstmal entwickeln. Ja, jetzt setzt auch Sandgrab ein. Ja, Dampfwalze an sich ist schon geil, finde ich. Fast Level 22. So, wollen wir auch mal einen Schutz einsetzen. Ich denke mal, wir setzen auch ruhig mal einen Schutz jetzt hier ein. Wenn ich nur einen habe. Warte, hier. Da muss da irgendwo der Schutz sein. Da. Passt doch. Dann gehen wir jetzt in den alten Tempel hinein. Den haben wir ja an sich schon entdeckt. So, wir müssen da jetzt noch reingehen. Der war... So, jetzt habe ich Schutz eigentlich fast umsonst eingesetzt. Wo war denn der? Hier. Let's go. Der alte Tempel. Da will ich gleich auch mal vorlesen. Nee, das kann ich nicht einsetzen. Gleich mal vorlesen, wen wir hier antreffen können. Aber erst gleich. Zwei Dinge gibt es, die ich über Treibsand gelernt habe. Erstens, wenn du mitten durchspazieren willst, fällst du sofort hinunter. Zweitens, wenn du versuchst, mit Schwung hindurchzulaufen, wirst du in den Strudel gezogen und fällst genauso herunter. Okay, gut zu wissen. Ach, hier gibt es auch wilde Pokémon einfach so.
Ein Garno will man wieder. Also das war nicht der alte Tempel, das war der alte Palast, richtig? Warte. Ich muss das halt jetzt hier noch kurz eingeben, weil ich da jetzt nicht drauf vorbereitet bin. So, Flucht erstmal hier. Was? Flucht gescheitert? Ey, ist unfair. Ey, lass mich flüchten. Flucht unmöglich. Dann kommen. Kann auch nicht ausgetauscht werden? Was? Dampfwalze. Setzen wir noch Sandgrab ein. Das gefällt mir nicht. Was? Och, ja, ist klar. Ist klar. Mann. Ja, setze ich gleich einen Beleber ein. Zwar unser einziger Beleber, aber ne. Scheiß Volltreffer. Und zwar, was man antreffen kann. Erstmal. Okay. Sandalen, Ganovel und Makaba, ja. Okay. Sandan zu 20%, die anderen beiden zu 40%. Dann gibt es noch irgendwie was anderes, aber da kommen wir wohl ja später hin, weil die Level da höher sind. So, Medizin. Beleber. Ja, unser einziger Beleber. Mann, ey, das ärgert mich. Das ärgert mich gerade total. So, Schutz weiter einsetzen. Drei Stück haben wir noch. Kommen wir doch nicht rüber, oder? Doch, kommen wir. Okay. Hallo Trainer. Ein Psychotyp. Ja, Psycho kann uns mag uns recht sein. Habe ich nichts gegen. Symbolara. Es sein, dass es Symbolara. Ich habe das Gefühl, dass der Schwebart. Leute, ich kann dann mit Bodenattacken nichts anfangen. Wechseln wir mal rüber zu Jonas. Ach so, kriegt er Michel ein paar EP. Außerdem ist Michel immer noch halt relativ weit unten mit den Leveln. Da müssen wir halt ein bisschen mehr aufpassen. Was? Lol. Kannst du es nicht? Ey! Ja, das ist doch auch vom Typ Flug, oder nicht? Ja, stimmt. Wenn ich mich jetzt so recht erinnere. Ja, Windschnitt ist. Oh, danke, Jonas. Sehr schön. Komm, weiter geht's. Und das macht bitte nicht so viel Schaden. Shit. Muss so René wechseln. Kann jetzt hier Jonas nicht aufopfern. Ey! Hätte ich das gewusst? Ja, mit Michelle kann ich jetzt hier nicht angreifen. Obwohl. Ich probiere einfach mal Sandgrab. Probier es einfach mal. Bei Psycho sollte nicht so viel Schaden machen, oder? Ja, keine Wirkung, war klar. Ja, stimmt, ist ja auch vom Typ Flug. Habe ich auch gerade gesagt. Mann, ey. Das war dumm von mir. Alter Volltreffer, ist das dein Ernst? Rückkehr. Tschüss. Scheiß Symbolara. Ich kann jetzt eigentlich. Nee, ich kann nicht nur. Ich werde nochmal zurückrennen. Weil. Meine Pokémon sind alle zutaterlich schwächt. Och nee, 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 nee. Wo gelange ich jetzt hin? Wo bin ich jetzt hier? Och nee, ich wollte doch zu dieser Heilerin da zurück. So ein Supertrank für Michelle und für Jonas. Und Trank für René. Aber wir sammeln hier ordentlich viel Geld. Ja, noch einen Trank, meinetwegen.
Bedeutet, wir können dann dementsprechend, wenn wir wieder beim Pokécenter sind, ordentlich was einkaufen. Aber so lange müssen wir halt jetzt hier durchhalten. Muss man halt immer in der Wüste. Aber wo gelangen wir jetzt hier hin? Was ein Psychotyp. Monozyto. Hat der auch Schwebe? Oder irgendwie sowas? Nein, ich will ja nicht fliehen, ich will zu Jonas wechseln. Ich will kein Risiko eingehen, dass der jetzt ein Schwebe hat oder so. Weil er fliegt ja auch. Lichtschild. Spezialverteidigung wird damit gestärkt. Ist uns aber egal. Dann setzen wir halt Grasmix ein. Kraftreserve. Da weiß ich nicht, wie viel Schaden das macht. Sehr, sehr viel. Wir gehen mal auf Rückkehr. Übernahme, was ist das? Wartet auf einen Angriff. Was ist Übernahme? Wenn wir nicht herausfinden, finde ich auch gut so, wenn ich so sein. Rückkehr hat ein Glück. Genügend Schaden gemacht. Rückkehr ist an sich richtig schön stark. Das finde ich schön. So, wo sind wir jetzt hier? Ach, wir sind hier. Ja, toll. Dann gehen wir jetzt hier eine Etage tiefer. Da ist gleich der nächste drin. Und nur ein Pokéball? Mehr nicht. Wieder so ein Psychotyp. Molly Morba. Ja, das fliegt doch nicht, oder? Nee, das fliegt nicht. Sehr schön. So, dann können wir endlich auch mal mit Michelle irgendwas hier machen. Ah, jetzt wird unser Sand gesperrt. Aber macht trotzdem genügend Schaden. Initiative sinkt. Vielleicht können wir als erstes angreifen. Nein, leider nicht. Trainer. Okay. Spezialverteidigung sinkt stark. Ist uns aber egal. Es ist weg. Aber doch, ich muss sagen, obwohl die Gegner höher gelevelt sind als Michelle, macht sie das sehr, sehr gut. Felsgrab! Geil! Eine Gesteinsattacke. Die Frage ist allerdings, kann das Michelle zufällig erlernen? Stärke 50, aber so eine Gesteinsattacke ist nicht schlecht. Gerade wenn wir Flug-Pokémon begegnen. Ja, sie kann das erlernen. René aber notfalls auch. Ich finde, das ist besser erstmal bei Michelle aufgehoben. Da kommt natürlich Geduld raus. Haben wir eine Gesteinsattacke mit dabei? Sehr schön. So, und das war's dann hier auch? Okay. Ja, weiterhin einsetzen. Das heißt, wir sind dann hier jetzt durch, oder wie? Weil was anderes gab's ja hier dann nicht. Ne, wir sind durch. Okay. Dann geht's jetzt komplett wieder zurück. Und dann geht's jetzt durch die Einklangspassage. So, nicht weiter einsetzen. Kurz nochmal die Pokémon heilen. Das war ja sowieso eine Sackgasse laut Karte. Kann ja mal kurz schauen, was jetzt als nächstes für eine Route drankommt. Da, Karte. So, hier war der alte Palast. Hier ist die Eingangspassage und dazwischen ist halt noch so eine kurze Route. Oder ist das direkt verbunden mit Rayono City? Ich glaube ja. Oder? Sonst könnte man da hin switchen. Okay. Dann geht's jetzt zur nächsten Stadt. Ich hoffe mal, die ist nicht so groß wie Strato City. Wäre ein bisschen doof, weil auf sowas habe ich dann gar keinen Bock. Wer weiß, vielleicht gibt es dann da auch schon den nächsten Arena-Kampf. Was ich, denke ich mal, offscreen machen werde, ist, da wir jetzt halt zur nächsten Stadt gehen, offscreen mit Michelle ein bisschen trainieren und Michelle mal auf Level 25 oder so bringen. Welches Level haben meine Pokémon gerade? 25, 26. Ja, 25 passt dann auch. Ich werde euch dann dementsprechend natürlich alles sagen, was sich so attackenmäßig geändert hat. So, hier habe ich nichts vor zu machen. Weil ich daran nicht so interessiert bin. So, Rayono City, ja!
Versuche im Vorbeigehen möglichst vielen Menschen zu begegnen, in der Hoffnung, dass viele neue Geschäfte in der Eingangspassage entstehen. Okay, Moment mal. Ach, das ist dann ein Springbrunnen. Wollte ich schon gerade sagen. Camilla ist die Arenaleiterin von Rayona City. Sie ist ein Model. Ich würde sie ja so gerne mal über den Laufsteg stolzieren sehen. Okay, das ist die Bestätigung, dass es hier eine Arena gibt. Ich möchte so gerne nach Firula, aber ich finde irgendwie die Weichenstation nicht. Ist das hier die Arena direkt? Kampfmetro. Einsteigen und kämpfen. Okay, lol. Du kennst doch die Weichenstation, oder? In der U-Bahn dort kann man nach herzenlos Pokémon-Kämpfe austragen. Als ich dort meine Kräfte messen wollte, waren da tatsächlich auf einmal die Metromeister. Ist das nicht der Wahnsinn? Das sind die stärksten Trainer der gesamten Weichenstation. Das Beste ist, sie sind immer für einen Kampf 2 gegen 2 bereit. Deine Gelegenheit bietet sich einem nicht auf. Trittst du mit mir zusammen gegen sie an? Bitte, bitte? Okay. Danke, ich heiße übrigens Rosi. Auf, dass wir ein schlagkräftiges Duo abgeben, das selbst die Metromeister bezwingen kann. In diesem Sinne, auf in den Kampf gegen den Metromeister. Sind das die beiden da? Anscheinend, oder? An diesem Ort wie diesem Pokémon-Kämpfer auszutragen, mag ungewöhnlich sein, aber wie es scheint, ist das Schicksal ebenso. Immerhin öffnet einem das ganz neue Perspektiven und Lernen kann man dabei viel auch noch. Also ja, wenn du noch etwas hinzufügen möchtest, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Betriebsregeln beachten. Alle sicher durch den Verkehr bringen. Das hier ist der Sieg. Wir starten jetzt durch. Okay, interessanter und plötzlicher Kampf gegen zwei solche Meister hier. So, was für Pokémon? Strepoli und das andere habe ich jetzt nicht lesen können. Oh. Sendinantur. So, ein Doppelkampf. Level 26 sind sie. Ich weiß nicht, ob ich mit Michael kämpfen sollte. Verdammt, falls... Oh, greift alle an. Das ist ja nicht so gut. Dann wechsle ich doch mal lieber zu Jonas. Aber Michael kriegt dann die EP halt. Was ja auch nicht verkehrt ist. Sie sollte ein Level 23 erreichen können. Aquawelle? Ach so. Habe ich gar nicht mitbekommen, was sie für ein Pokémon hat. Ein Swatronin. Das ist die Weiterentwicklung des Wasserstarters. Auf Weckruf, okay. Katapult. So, jetzt können wir angreifen. Leider haben wir keine Attacke, die beide angreift. Setze einfach mal Grasmixer ein. Was sieht die Mantur? Dass der erstmal weg ist. Sehr effektiv. Passt. Level 27 für Jonas. Wunderbar. Und Michelle erreicht Level 23. So, Aquawelle auf den Typen da. Ja, sehr schön verwirrt. Schlägt sich selbst. Wunderbar. Sehr gut. Das gefällt mir doch. Also läuft wunderbar bisher. So, auf Strepoli, Grasmixer. Mal sehen, ob es dann schon ausreicht. Noch nicht ganz. Neuigkeit sinkt. Aber er macht hier den Rest. So. Hat immer ordentlich EP eingebaut. Sehr, sehr viel Geld. 5200 Poké-Dollar. Bravo! Ihr und eure Pokémon, ihr bildet einfach ein atemberaubendes Gespann. Scheiße her! Ich habe zwar gegen dein Team verloren, mich aber dennoch prächtig amüsiert. Kommt ruhig mal wieder! Ich muss unbedingt auf jeden Fall beim nächsten Mal mit der U-Bahn fahren und dort gegen uns kämpfen. In diesem Sinne, alles einsteigen und Türen schließen. Der Zug fährt ab. Cool. Sind die echt stark? Sind eben nicht umsonst die Metromeister. Aber ich möchte auf jeden Fall weiter trainieren, um irgendwann noch einmal gegen sie zu kämpfen. Und auch gerne, ohne dass sie sich dabei zurückhalten. Vielen Dank, Dennis. Hier, das ist für dich, als kleines Zeichen meiner Verbundenheit. Was ist das? Kampfkamera. Oh, lol. Ja, gut. Den haben wir das schon
Ich habe die Kamera die ganze Zeit schon laufen mit euch dann, so wir sehen gemeinsam. Ja gut, mit Hilfe der Kampfkamera kannst du übrigens Kämpfe mit deinem Freund oder auch Kämpfe in der Kampfmetro aufzeichnen. Wie dem auch sei, Dennis, es war mir ein sehr großes Vergnügen, mit dir zu kämpfen. Ich hoffe, wir haben dazu bald wieder die Gelegenheit. Mach's gut! Jo! Wir gehen jetzt hier mal weiter und erkunden die Stadt mal weiter. Hier ist auf jeden Fall das Pokécenter. Da will ich erstmal zuerst hin. Kurz die Pokémon heilen, kurz Medaillen nochmal abchecken. Die ich eigentlich nicht verfolge, so gesehen. Ja, wo ich jetzt auch dann trainieren werde nach dem Part, ist dann im Wüstenresort oder halt in der Route davor halt. Also ich werde keine neue Route anfangen ohne euch. So, hier, ich werde das auch nicht vorlesen. Oh, einige Medaillen bekommen. Alter. Okay. Ja, moin. Ja, ich verfolge dieses Ziel nicht mal mit Medaillen zusammen. Geht's noch? Jetzt sind sie schon blau. Ja. So, passt doch, das passt doch. Auf Route 5 bin ich ihm begegnet, mein Pico Schiller. Es war Schicksal. Ich werde hart arbeiten, damit es zum gefeierten Musical-Star wird. Ich habe eine Idee. Haha, wenn man die Staubwolken im Inneren von Höhen etwas näher untersucht, findet man allerlei Stücke. Hier, ich trete dir einen Teil meiner Stücke ab. Ich habe selbst genug davon. Purpurstück. Mal kurz was schauen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es in Maria City jemanden, der Pokémon im Tausch gegen Stücke bestimmte Attacken beibringt. Ah, oh, cool. Den brauchen wir dann noch. So, wir verkaufen erstmal kurz die ganzen Stücke. Nicht Stücke, sondern generell das, was man so verkaufen kann. Nicht hier. Fangen wir mal oben an. So. Herzschuppe belassen wir mal. Wir hatten doch hier ein bisschen, das ist für Gestein. Mit die Genauigkeit. Sternstaub, ja, das hier. Zwei Stück haben wir davon, kriegen wir 2000. Ja, gut. So, haben wir sonst noch was? Nugget? 5000. Gut, das war's. Dann können wir ja jetzt hier mal ein bisschen einkaufen. So, mal ein paar Superbälle. Also 6 Stück, dass ich 10 Stück habe. Dann auf jeden Fall Tränke. Es gibt hier sogar schon Hypertränke. So 20 Tränke. Ja, passt doch, wir haben ordentlich Geld. Das ist so geil. Nummer 10 Supertränke. Hypertränke brauche ich momentan noch nicht. Beleber. Ja, die sind auch wichtig. 10 Stück von. Dann habe ich, glaube ich, kein Gegengift mehr. Nee. Haben wir mal 5 Stück. Habe ich noch Paraheiler? Ja. Kaufen wir nochmal 2. Aufwecker habe ich keinen, da kaufe ich 3. Feuerheiler habe ich 2 Stück, ein Stück, kaufe ich nochmal 2. Eisheiler habe ich keinen, kaufe ich 3. Und jetzt der Superschutz, da will ich auch nochmal ein paar kaufen. 20 Stück. Obwohl, nee. Wir kaufen nur 10 Stück, bis wir dann Topschutz haben. Gut, ordentlich an Geld ausgegeben. Eigentlich wäre gleich auch der Part vorbei, nur mir fällt gerade was ein. Und zwar will ich erstmal kurz mal auf die Karte schauen. Wenn es möglich ist. Denn auf der nächsten Route, auf Route 5 um genau zu sein, finden wir das nächste Teammitglied. Ich möchte, um ehrlich zu sein, mal schauen, ob wir das jetzt schon fangen können. Wenn ja, würde ich das nämlich gleich im Anschluss auch mit Knackleon zusammen trainieren. Oh, Bell. Hallo. Ich will zum Hohen Kreis. Gut, dass wir uns hier treffen. Ich wollte dir das hier geben. Vor allem 2 Fliegen. Ja, geil. Tada, hier hast du die vor allem Fliegen. Wenn du sie außerhalb eines Kampfes einsetzt, kannst du damit direkt zu einem Pokécenter fliegen. Sag mal, Dennis, weißt du, was versteckte Lichtungen sind?
Nee, weiß ich nicht. Achso, dann erkläre ich es dir. Manchmal entdeckt man zwischen zwei Bäumen eine Lücke, in der sich Pokémon versteckt halten könnten. Dahinter befinden sich die sogenannten versteckten Lichtungen. Ja, das habe ich schon ja öfters jetzt immer gesehen. Warte! Also, wenn das war. Dort drüben! Von dort drüben habe ich etwas gehört. Ich habe sehr gute Ohren. Komm mit! Ja, da will ich ja sowieso hin. Mann, der Part ist eigentlich vorbei! Und dabei wollte ich jetzt das Pokémon noch schnell fangen. Bin sicher, dass ich etwas gehört habe. Da sieht man... Ah nee, dann ist es doch nicht das, was ich dachte. Ah, hier ist es. Schau mal, sieht so aus, als könnte man durch diese Lücke gehen. Oh, hier ist eine Lücke, durch die man gehen kann. Sollten wir das versuchen? Nein. Wenn wir schon hier sind, dann sollten wir... Oh! Interessant. Oh, was ist denn das hier? Ein Pokémon. Das muss ja ein ganz tolles Pokémon sein, wenn es sich an einem solchen Ort versteckt. Wahnsinn, was für ein Fund. Eine echt grandiose Entdeckung. Ich glaube, ich schaue mir die Bäume in Zukunft immer genau an. Vielleicht gibt es nachher noch mehr solche versteckten Lichtungen. Ja, geil. Aber, was ist denn das für ein Pokémon? Ich muss sowieso erstmal kurz was anderes schauen. Wegen Route 5 gebe ich mal kurz hier ein. So, Pokémon. Da. Genau, wir müssen zum hohen Gras. Da will ich mich jetzt sehen. Um dieses Pokémon kümmern wir uns später. Und anscheinend kann man es wirklich hier schon fangen, was mega geil ist. Aber nicht dieses Pokémon. Nein, bitte nicht. Man kann es hier im normalen hohen Gras fangen. Das ist sehr schön, das Pokémon. Was... Ach. Ich hab naja noch Michelle vorne. Na toll. Kurz zu René. Dann werden wir auch erstmal René oder Jonas drinnen lassen. Ich würde erstmal Jonas drinnen lassen. Och man, nerv jetzt hier nicht. Das sollte dieses Mal auch nicht so lange dauern, weil dieses Pokémon, was wir haben wollen, hat eine Wahrscheinlichkeit von, oder eine Häufigkeit von 30%, bedeutet, das sieht nicht so schlimm aus. Naja, gibt es halt einen längeren Part etwas, aber warum nicht? Dann haben wir innerhalb von zwei Parts zwei Teammitglieder gefangen. So, wie viele Minuten? 28 Minuten nehmen wir fast schon auf. Pico Schiller ist es auch nicht. So, da können wir jetzt auch direkt fliehen, weil wir ja Jonas vorne haben. Komm. Wir haben jetzt schon ein paar Pokémon hier getroffen. So, schon. Also dieses Onrad Hytox, das hat eine Wahrscheinlichkeit von 20%. Aber welche Pokémon hier aufkreuzen, das werde ich sowieso dann noch im nächsten Part oder im übernächsten Part sagen. Leoparda, okay. Wir finden jetzt die Pokémon, die eine geringere Wahrscheinlichkeit haben. Oder Häufigkeit. Komm jetzt hier. Och man. Ich verwende mal wieder die Speed-Taste, damit es auch mal ein bisschen schneller hier geht. Aber nicht zu weit, weil nicht, dass wir in einen Trainerkampf geraten. Hey, das ist doch nicht wahr! Unser Pokémon hat eine Häufigkeit von 30%. Und es kommen hier Pokémon an, die... Ja gut, das hat auch eine Wahrscheinlichkeit von 30%, aber trotzdem. Ich raste gleich hier aus. Wir haben so ein Pech mit dem Pokémon hier. So! Da ist es! Molly Morber wird unser nächstes Teammitglied. Ein Psycho-Pokémon. Und... Ja, wir setzen mal Megasauger ein. Das sollte nicht so viel Schaden machen. Das ist, wir es halt schon mal ein bisschen schwächen. Ja, sieht doch gut aus. Ein Psycho-Pokémon. Und ja, dann haben wir jetzt auch noch Psycho im Team. Können somit auch gegen zum Beispiel Kampf was anfangen oder so. Was dann natürlich dementsprechend halt auch sehr, sehr gut ist. So, Beute. Das verbindetes Item ist ein Pokéball, setzen wir jetzt auch direkt ein. Ich werde das dann zum nächsten Part direkt trainieren, genauso wie unser Knacklern. Alle beide auf Level 25 oder so, oder 26. Oh, freut sich gleich. Ja gut, dann versuche ich es mal mit einem Superball. Ja. Fangrate, so wie es, oder nicht Fangrate, sondern höhere Wahrscheinlichkeit, dass es gefangen wird mit dem Superball. 1, 2,
3. Passt. Wunderbar. Namenstechnisch habe ich mir natürlich mal wieder keine Gedanken gemacht. Was ist denn das? Ist das weiblich? Ist das weiblich? Das? Nein, das ist männlich. Dann wird es Molly Marber Nico. Ich finde aber, Molly Marber sieht ein bisschen weiblicher aus, auch die Weiterentwicklungen. Aber da muss Nico durch. So, dann fehlen nur noch 2 Teammitglieder. Da dauert es aber jetzt noch mal ein bisschen, bis wir die fangen können. Welche 2 sind denn das? Das weiß ich, aber das andere, warte, da muss ich doch mal kurz. Ach ja, genau. Gut, ja gut, so lange dauert das dann auch nicht mehr. Bis zum nächsten Part. Viel Spaß euch noch. Schaltet wieder ein und bye bye.